Ja, nein, ja. Halten Sie ein. Es wird wohl Zeit für etwas Sachlichkeit. Ich möchte den Text, der mir sehr wichtig ist, mit einem Bibelzitat beginnen. Kümmert euch zuerst um die innere Reinheit, dann ist auch alles Äußere rein. Sprechen wir über Darmspiegelung. Da dieses Thema eine sprachliche Sensibilität erfordert, die mir im freien Vortrag in aller Regel vollkommen abgeht, bediene ich mich absichtlich des Vorlesens. Circa 70.000 Menschen erkranken jährlich an Darmkrebs. Fast die Hälfte von ihnen stirbt. Das muss nicht sein. Gehen Sie zur Darmspiegelung. Habe ich auch gemacht. Und ich bin Angstpatient. Ich nehme 9 Kapseln Johanniskraut, bevor ich zur Fußpflege gehe. Ich habe auch so eine starke Abneigung gegen weiße Kittel, dass ich immer brechen muss, wenn ich einen Anstreicher sehe. Aber die Darmspiegelung ist wirklich Pillepalle, das tut nicht weh. Wichtig ist nur, dass Sie sich in die Hände eines Spezialisten begeben. Also irgendwem, der hauptberuflich was mit Medizin macht. Wohlgemeinte Angebote von Nachbarn, er könne das auch in seiner Garage machen. Ganz lässig mit Halbzollschlauch und im Stehen. Schön ein Fernet Branca vorne weg. Klingen erstmal verlockend, aber lassen Sie sich gesagt sein, Sie haben keinen Halbzollanschluss. Zumindest keinen, der Plan abdichtet. Und selbst wenn, bedenken Sie die alte Handwerkerregel, nach Fest kommt ab. Gehen Sie stattdessen zum Arzt und keine Sorge, da hat sich medizintechnisch einiges getan in den letzten Jahren. Selbst im Erzgebirge werden seit Herbst 2011 Darmspiegelungen nicht mehr so durchgeführt, dass man ein trainiertes Frettchen mit einer Polaroid-Kamera hinten reinschickt. Und ich muss morgen ins Erzgebirge. Seien Sie unbesorgt. Um Ihnen jetzt mal die Angst zu nehmen. Das Ganze dauert insgesamt nur 2 Tage. Tag 1, hören Sie zu. Tag 1, Sie sind zu Hause und trinken Wasser, und zwar so viel, wie im Hahn ist. Dazu nehmen Sie ein Pulver zu sich, dessen Name mir jetzt entfallen ist, aber der große Räumungsverkauf trifft es ganz ausgezeichnet. Seien Sie gewissenhaft bei der Reinigung Ihres Darms. Faustregel, wenn Sie abends einen fahren lassen und ein Echo hören, ist alles okay. Aber Sie dürfen heute nichts essen, denn morgen ist die Reise ins Ich. 2. Tag. Sie gehen ins Krankenhaus, betreten Abteilung Popo und checken ein. So war es zumindest bei mir. Die hatten da auch gerade Los Vojos, also ganztägig Endoskopie, Happy Hour im Akkord. Ich bekam eine Injektion und husch, ging es ins Nimmerland. Ich habe von Leuten gehört, das stimmt jetzt wirklich, die so eine Spiegelung ohne Narkose gemacht haben. Kein Spaß. Aber wenn die das bei mir machen würden, würde ich mich vermutlich benehmen wie eine Handpuppe von Sascha Grammel. Da ist nichts für mich dabei. Ist auch egal. Wenig später wurde ich dann wachgerüttelt. Und der Arzt meinte, man würde das jetzt noch in Ruhe auswerten. Und ich könnte einfach so lange auf den Gang gehen und warten. Das war's im Prinzip. So einfach geht's. Während ich allerdings raus in den Gang ging, also zu den Leuten, denen vielleicht ein Fußnagel eingewachsen war, wurde ich doch gewahr, dass ich eine hinten offene grüne Papierunterhose trug. Was mich schon ein bisschen bekümmerte, bis ich dann 10 Sekunden später feststellte, dass einem während so einer Darmspiegelung Luft in den Darm gepumpt wird und das nicht von schlechten Eltern. Also stand ich da draußen noch eine gute Zeit benebelt und gasend im Gang herum, hinten aufklaffend wie eine Wundertüte. Oder ich sag mal so, hätte ich eine Teekesselpfeife im Hintern gehabt, dann wäre das hier nicht Conchita Wurst geworden. Dann hätte ich mal erst, hören Sie zu, komm. Ich habe das Gefühl, Sie nehmen mich nicht ernst. Unterm Strich jetzt. Es tut nicht weh. Ich konnte direkt danach ein Mettbrötchen essen. Und ich bin über Jahre hinaus beruhigt. Und nun tun Sie es mir bitte nach. Weil es wichtig ist. Es muss ja kein Hobby werden. Bei uns im Ruhrgebiet gibt es einen Ausspruch, der lautet, die beste Krankheit taucht nichts. Und das stimmt.
Und außerdem wollen wir ja auch nicht, dass traurige Ärzte mangels Darmspiegelung mit einem weiteren Ausspruch aus dem Ruhrgebiet kontern, der da lautet, man steckt nicht drin. Und das ist kein schönes Beispiel, aber ich glaube, dass Sie die Essenz verstanden haben. Also, los geht's, ab zur Darmspiegelung. Schönen Abend noch. Ist alles okay. Aber Sie dürfen heute nichts essen, denn morgen ist die Reise ins Ich. Zweiter Tag. Sie gehen ins Krankenhaus, betreten Abteilung Popo und checken ein. So war es zumindest bei mir. Die hatten da auch gerade Los Vojos, also ganztägig Endoskopie, Happy Hour im Akkord. Ich bekam eine Injektion und husch, ging es ins Nimmerland. Ich habe von Leuten gehört, das stimmt jetzt wirklich, die so eine Spiegelung ohne Narkose gemacht haben. Kein Spaß. Aber wenn die das bei mir machen würden, würde ich mich vermutlich benehmen wie eine Handpuppe von Sascha Grammel, da ist nichts für mich dabei. Ist auch egal. Wenig später wurde ich dann wachgerüttelt und der Arzt meinte, man würde das jetzt noch in Ruhe auswerten und ich könnte einfach so lange auf den Gang gehen und warten. Das war's im Prinzip. So einfach geht's. Während ich allerdings raus in den Gang ging, also zu den Leuten, denen vielleicht ein Fußnagel eingewachsen war, wurde ich doch gewahr, dass ich... Habe ich auch gemacht. Und ich bin Angstpatient. Ich nehme 9 Kapseln Johanniskraut, bevor ich zur Fußpflege gehe. Ich habe auch so eine starke Abneigung gegen weiße Kittel, dass ich immer brechen muss, wenn ich einen Anstreicher sehe. Aber die Darmspiegelung ist wirklich Pillepalle, das tut nicht weh. Wichtig ist nur, dass Sie sich in die Hände eines Spezialisten begeben. Also irgendwem, der hauptberuflich was mit Medizin macht. Wohlgemeinte Angebote von Nachbarn, er könne das auch in seiner Garage machen. Ganz lässig mit 0,5-Zoll-Schlauch und im Stehen. Schön ein Fernet Branca vorne weg. Klingen erstmal verlockend, aber lassen Sie sich gesagt sein. Sie haben keinen 0,5-Zoll-Anschluss. Zumindest keinen, der Plan abdichtet. Und selbst wenn, bedenken Sie die alte Handwerkerregel, nach Fest kommt ab. Gehen Sie stattdessen zum Arzt und keine Sorge, da hat sich Medizintechnik eine hinten offene grüne Papierunterhose trug. Was mich schon ein bisschen bekümmerte, bis ich dann 10 Sekunden später feststellte, dass einem während so einer Darmspiegelung Luft in den Darm gepumpt wird und das nicht von schlechten Eltern. Also stand ich da draußen noch eine gute Zeit benebelt und gasend im Gang herum, hinten aufklaffend wie eine Wundertüte. Oder ich sag mal so, hätte ich eine Teekesselpfeife im Hintern gehabt, dann wäre das hier nicht Conchita Wurst geworden. Dann hätte ich mal erst... Hören Sie zu. Komm. Ich habe das Gefühl, Sie nehmen mich nicht ernst. Unterm Strich jetzt. Ja, nein, ja. Halten Sie ein. Es wird wohl Zeit für etwas Sachlichkeit. Ich möchte den Text, der mir sehr wichtig ist, mit einem Bibelzitat beginnen. Kümmert euch zuerst um die innere Reinheit, dann ist auch alles Äußere rein. Sprechen wir über Darmspiegelung. Da dieses Thema eine sprachliche Sensibilität erfordert, die mir im freien Vortrag in aller Regel vollkommen abgeht, bediene ich mich absichtlich des Vorlesens. Circa 70.000 Menschen erkranken jährlich an Darmkrebs, fast die Hälfte von ihnen stirbt. Das muss nicht sein. Gehen Sie zur Darmspiegelung. Technisch einiges getan in den letzten Jahren. Selbst im Erzgebirge werden seit Herbst 2011 Darmspiegelungen nicht mehr so durchgeführt, dass man ein trainiertes Frettchen mit einer Polaroid-Kamera hinten reinschickt. Und ich muss morgen ins Erzgebirge. Seien Sie unbesorgt. Um Ihnen jetzt mal die Angst zu nehmen. Das Ganze dauert insgesamt nur 2 Tage. Tag 1, hören Sie zu. Tag 1, Sie sind zu Hause und trinken Wasser, und zwar so viel, wie im Hahn ist.
Dazu nehmen Sie ein Pulver zu sich, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Aber der große Räumungsverkauf trifft es ganz ausgezeichnet. Seien Sie gewissenhaft bei der Reinigung Ihres Darms. Faustregel: Wenn Sie abends einen fahren lassen und ein Echo hören, und das stimmt. Und außerdem wollen wir ja auch nicht, dass traurige Ärzte mangels Darmspiegelung mit einem weiteren Ausspruch aus dem Ruhrgebiet kontern, der da lautet: Man steckt nicht drin. Und das ist kein schönes Beispiel, aber ich glaube, dass Sie die Essenz verstanden haben. Also, los geht's. Ab zur Darmspiegelung. Schönen Abend noch. Ist alles okay. Aber Sie dürfen heute nichts essen. Denn morgen ist die Reise ins Ich. Zweiter Tag. Sie gehen ins Krankenhaus, betreten Abteilung Popo und checken ein. So war es zumindest bei mir. Die hatten da auch gerade Los Vojos, also ganztägig Endoskopie, Happy Hour im Akkord. Ich bekam eine Injektion und husch, ging es ins Nimmerland. Ich habe von Leuten gehört, das stimmt jetzt wirklich, so eine Spiegelung ohne Narkose gemacht haben, kein Spaß. Aber wenn die das bei mir machen würden, würde ich mich vermutlich benehmen wie eine Handpuppe von Sascha Grammel, da ist nichts für mich dabei. Ist aber egal. Wenig später wurde ich dann wachgerüttelt und der Arzt meinte, man würde das jetzt noch in Ruhe auswerten und ich könnte einfach so lange auf den Gang gehen und warten. Das war's im Prinzip. So einfach geht's. Während ich allerdings raus in den Gang ging, also zu den Leuten, denen vielleicht ein Fußnagel eingewachsen war, wurde ich doch gewahr. Das habe ich auch gemacht. Und ich bin Angstpatient. Ich nehme 9 Kapseln Johanniskraut, bevor ich zur Fußpflege gehe. Ich habe auch so eine starke Abneigung gegen weiße Kittel, dass ich immer brechen muss, wenn ich einen Anstreicher sehe. Aber die Darmspiegelung ist wirklich Pillepalle, das tut nicht weh. Wichtig ist nur, dass Sie sich in die Hände eines Spezialisten begeben. Also irgendwem, der hauptberuflich was mit Medizin macht. Wohlgemeinte Angebote von Nachbarn, er könne das auch in seiner Garage machen. Ganz lässig mit halb Zollschlauch und im Stehen. Schön ein Fernet Branca vorne weg. Klingen erstmal verlockend, aber lassen Sie sich gesagt sein, Sie haben keinen Halbzollanschluss. Zumindest keinen, der Plan abdichtet. Und selbst wenn, bedenken Sie die alte Handwerkerregel, nach Fest kommt ab. Gehen Sie stattdessen zum Arzt und keine Sorge, da hat sich Medizintechnik eine hinten offene grüne Papierunterhose trug. Was mich schon ein bisschen bekümmerte, bis ich dann 10 Sekunden später feststelle, dass einem während so einer Darmspiegelung Luft in den Darm gepumpt wird und das nicht von schlechten Eltern. Also stand ich da draußen noch eine gute Zeit benebelt und gasend im Gang herum, hinten aufklaffend wie eine Wundertüte. Oder ich sag mal so, hätte ich eine Teekesselpfeife im Hintern gehabt, dann wäre das hier nicht Conchita Wurst geworden. Ganz lässig mit halb Zollschlauch und im Stehen. Schön ein Fernet Branca vorne weg. Klingen erstmal verlockend, aber lassen Sie sich gesagt sein, Sie haben keinen Halbzollanschluss. Zumindest keinen, der Plan abdichtet. Und selbst wenn, bedenken Sie die alte Handwerkerregel, nach Fest kommt ab. Gehen Sie stattdessen zum Arzt und keine Sorge, da hat sich Medizintechnik eine hinten offene grüne Papierunterhose trug. Was mich schon ein bisschen bekümmerte, bis ich dann 10 Sekunden später feststelle, dass einem während so einer Darmspiegelung Luft in den Darm gepumpt wird und das nicht von schlechten Eltern. Also stand ich da draußen noch eine gute Zeit benebelt und gasend im Gang herum, hinten aufklaffend wie eine Wundertüte. Oder ich sag mal so, hätte ich eine Teekesselpfeife im Hintern gehabt, dann wäre das hier nicht Conchita Wurst geworden. Dann hätte ich mal erst. Hören Sie zu. Komm. Ich habe das Gefühl, Sie nehmen mich nicht ernst. Unterm Strich jetzt. Ja, nein, ja.
Halten Sie ein. Es wird wohl Zeit für etwas Sachlichkeit. Ich möchte den Text, der mir sehr wichtig ist, mit einem Bibelzitat beginnen. Kümmert euch zuerst um die innere Reinheit, dann ist auch alles Äußere rein. Sprechen wir über Darmspiegelung. Da dieses Thema eine sprachliche Sensibilität erfordert, die mir im freien Vortrag in aller Regel vollkommen abgeht, bediene ich mich absichtlich des Vorlesens. Circa 70.000 Menschen erkranken jährlich an Darmkrebs, fast die Hälfte von ihnen stirbt. Das muss nicht sein. Gehen Sie zur Darmspiegelung. Technisch einiges getan in den letzten Jahren. Selbst im Erzgebirge werden seit Herbst 2011 Darmspiegelungen nicht mehr so durchgeführt, dass man ein trainiertes Frettchen mit einer Polaroid-Kamera hinten reinschickt. Und ich muss morgen ins Erzgebirge. Seien Sie unbesorgt. Um Ihnen jetzt mal die Angst zu nehmen. Das Ganze dauert insgesamt nur 2 Tage. Tag 1, hören Sie zu. Im Ruhrgebiet kontern, der da lautet, man steckt nicht drin. Und das ist kein schönes Beispiel, aber ich glaube, dass Sie die Essenz verstanden haben. Also, los geht's. Ab zur Darmspiegelung. Schönen Abend noch. Ist alles okay? Aber Sie dürfen heute nichts essen, denn morgen ist die Reise ins Ich. 2. Tag. Sie gehen ins Krankenhaus, betreten Abteilung Popo und checken ein. So war es zumindest bei mir. Die hatten da auch gerade Los Vojos, also ganztägig Endoskopie, Happy Hour im Akkord. Ich bekam eine Injektion und husch, ging es ins Nimmerland. Ich habe von Leuten gehört, das stimmt jetzt wirklich, so eine Spiegelung ohne Narkose gemacht haben, kein Spaß. Aber wenn die das bei mir machen würden, würde ich mich vermutlich benehmen wie eine Handpuppe von Sascha Grammel, da ist nichts für mich dabei. Ist aber egal. Wenig später wurde ich dann wachgerüttelt und der Arzt meinte, man würde das jetzt noch in Ruhe auswerten und ich könnte einfach so lange auf den Gang gehen und warten. Das war's im Prinzip. So einfach geht's. Während ich allerdings raus in den Gang ging, also zu den Leuten, denen vielleicht ein Fußnagel eingewachsen war, wurde ich doch gewahr, dass ich... Habe ich auch gemacht. Und ich bin Angstpatient. Ich nehme 9 Kapseln Johanniskraut, bevor ich zur Fußpflege gehe. Ich habe auch so eine starke Abneigung gegen weiße Kittel, dass ich immer brechen muss, wenn ich einen Anstreicher sehe. Aber die Darmspiegelung ist wirklich Pillepalle, das tut nicht weh. Wichtig ist nur, dass Sie sich in die Hände eines Spezialisten begeben. Also irgendwem, der hauptberuflich was mit Medizin macht. Wohlgemeinte Angebote von Nachbarn, er könne das auch in seiner Garage machen. Ganz lässig mit 0,5 Zoll Schlauch und im Stehen. Schön ein Fernet Branca vorne weg. Klingen erstmal verlockend, aber lassen Sie sich gesagt sein. Sie haben keinen 0,5 Zoll Anschluss. Zumindest keinen, der Plan abdichtet. Und selbst wenn, bedenken Sie die alte Handwerkerregel. Nach fest kommt ab. Gehen Sie stattdessen zum Arzt und keine Sorge, da hat sich Medizintechnik eine hinten offene grüne Papierunterhose trug. Was mich schon ein bisschen bekümmerte, bis ich dann 10 Sekunden später feststellte, dass einem während so einer Darmspiegelung Luft in den Darm gepumpt wird und das nicht von schlechten Eltern. Also stand ich da draußen noch eine gute Zeit benebelt und gasend im Gang herum, hinten aufklaffend wie eine Wundertüte. Oder ich sag mal so, hätte ich eine Teekesselpfeife im Hintern gehabt, dann wäre das hier nicht Conchita Wurst geworden. Dann hätte ich mal erst... Hören Sie zu, das... Mann.